Daniela, demnächst findet ja zum dritten Mal schon das Frühstücksshopping in Christkirchen statt. Ja, das stimmt. Wir werden heuer wieder unsere Kunden verwöhnen mit ganz vielen verschiedenen Frühstücksorten und wollen ihnen damit das Einkaufen am Samstagvormittag versüßen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie schauen denn so deine ganz persönlichen Frühstücksgewohnheiten aus? Und bei mir gibt es natürlich viel Tee und viel Obst, Vollkorn, Brot mit Marmelade, Honig, Nutella, der Fachhändler dabei sein. Wow, die hat sich interessiert, wie das wirklich frühstückt. Dankeschön. Danke. Und vom Überblick her, also welche Art von Frühstück wird denn den Christkirchner Besuchern dann angeboten werden? Bei uns wird es sicher wieder Indianerfrühstück geben. Da wird am Lagerfeuer Brot am Stecken gegrillt. Ist immer recht aktuell und gern gesehen bei den Kindern natürlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich die breite Palette von normalem Frühstück mit Semmel und Marmelade, Croissant-Frühstück, italienisches Frühstück mit Prosciutto, Melonen. Ich glaube, dass sie die Geschäfte in Christkirchen sicher wieder viel Mühe geben und die Kunden was Tolles bieten werden. Wow, eine Riesenauswahl. Ja, Jacinta, danke, dass du uns so verwöhnst hast. Und wann wird man denn in Christkirchen so mit Frühstück verwöhnt? Ja, es ist wie die letzten beiden Jahre wieder jeden Samstag im September. Und das erste Frühstück findet eben bereits am 1. September statt. Das letzte Frühstück ist dann am 29. September. Und ich hoffe, dass wir wieder so schönes Wetter haben, wie wir letztes Jahr hatten. Da war es nämlich jeden Samstag wunderbar warm. Wir haben alle draußen sitzen können. Ja, wunderschön. Wer organisiert denn eigentlich das Frühstücksshopping? Es ist eben bereits zum dritten Mal, wie du anfangs schon erwähnt hast, und das Frühstücksshopping organisiert Impuls Christkirchen. Wunderbar. Ja, da kann ich nur sagen, auf nach Christkirchen zum stimmungsvollen Frühstücken.